Knappen des Eises. Wo ist denn nicht Rohaya, die andere Ippolita? Die soll mal herkommen, um sie geht's hier. Naja, und was bedeutet die Karte zu Lamin? Vermutlich eine Person. Rationalität. Jemand, der jemanden unterstützt. Sonst noch was, Frosty? Die Knappen des Eises. Erforscherin von Stillstand, Tod und Ordnung. Oder Philosophie. Aber eine Erforscherin von Stillstand, Tod und Ordnung. Das kann die Lösung sein für das Problem, was ihr habt. Naja, Zulamin, wir haben wenig Stillstand, wie ich behaupten möchte. Alles ist in Bewegung in den letzten paar Stunden. Tod hingegen sehen wir jeden Tag viel. Aber wer könnte ihn erforschen mit kalter Rationalität? Naja, euer besonderer Freund scheint dem Tod ja gar zugeneigt. Nun, du hast recht, es muss nicht unbedingt eine Frau sein. Rationalität würde ich auch bei Marcheska Paligan sehen und auch bei manch anderen. Beim Erforschen dachte ich sogar einen Moment lang an Hyvilla. Daran, wie sie uns ausspioniert hat. Und uns vorgegaukelt hat, auf unserer Seite zu sein. Ja, da war sie ja nicht die Einzige. Nein. Aber ich weiß nicht, inwiefern das eine Lösung sein sollte. Denn diese Position zeigt normalerweise einen Lösungsansatz. Naja, Erforscherin von Tod und Stillstand. Es könnte ein Hinweis sein, dass wir Hyvillas Leichnam untersuchen sollten. Oder vielleicht deuten wir es auch völlig falsch. Ja. Sind da noch mehr Karten? Also im Prinzip hast du das ganze Arcana. Du hast die ganzen 123 Karten. Die so lange, bis du merkst, dass es nur 122 waren und die dir fehlt, ist dahin war die dir das Richtige sagt. Also es sieht jetzt nicht so aus, als wäre da noch ein Muster zu vervollständigen, sondern es liegt halt der Stapel noch mit daneben. Ja, genau. Also du hast jetzt schon das Schicksal damit heraufbeschworen, das weißt du. Du kannst normalerweise so Sachen legen wie den Schicksalsbaum, der wird sehr gerne gelegt, das Schicksalsrad, was ungerne gelegt wird, oder den Stern der Erleuchtung. Es gibt für einzelne Lebenssituationen, gibt es aber auch eine einzelne Karte. Da mischst du das Deck einfach durch, ziehst eine Karte und das, was es ist, das sagt dir dann, was du als nächstes zu tun hast. Du hast jetzt gerade schon das Schicksal herausgefordert und natürlich kannst du weitere Karten ziehen, aber du weißt als Mystikerin, vor allem dann eben auch, weil du gerne Weissagungen dir einholst in verschiedener Form, man denke an das Pendel mit dem Sand, du weißt, dass du diesem Weg der Knappen des Eises folgen sollst. Und wenn du jetzt vermutest, man sollte die Leiche von Hyvilla aufspüren, dann ist das ein guter Punkt. Also zumindest sagt das die Mystikerin. Das ist der, so, du hast ein bisschen nachgedacht und der erste Gedanke, der dir kam, ist wahrscheinlich der richtige. Gut, dann schiebt Zulamin die Karten zusammen. Vielleicht werden wir es hinterher wissen, was uns diese Karte sagen wollte. Oder auch nie. Ich werde sie verbrennen, wie die Bilder. Naja. Ich muss euch noch etwas sagen. Ich habe ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Auf Diamantis. Du willst ihn also nicht selbst zur Strecke bringen. Das ist weise. Ich befürchte, ich werde tot sein, lange bevor er tot ist. Ja, aber es hilft dir auch ein wenig Abstand.
zu gewinnen. Denn gerade da es um diesen Erzdämon geht, war ich zögerlich, ob wir ihm tatsächlich nachsetzen sollten. Denn, nun ja, ich glaube, wir alle verlangen nach Rache. Ja. Ich werde euch nur einmal fragen. Wusstet ihr mehr als ich? Ja. Ja, was wusstet ihr? Ich wusste nicht, dass er ein Paktierer war. Naja, das weiß ich. Das wusste ich. Aber ich wusste von ihm und Serpentilio. Naja, das hatte ich schon befürchtet. Als ich Capitana wurde, hatte ich Angst, dass es mir so ergehen würde wie Abelmir. Dass alle mich ständig belügen. Und ich habe Serpentilio deutlich gemacht, dass ich das nicht möchte. Also informiert er mich über sein Tun. Das macht mich nicht immer glücklicher. Ja. Sind noch mehr von diesen Wesen hier? Nein. Um ehrlich zu sein, ich habe auch nicht verstanden, wieso irgendjemand so etwas wollen würde. Vermutlich hätte mir das schon den Hinweis geben sollen. Naja, wir sind viel, aber nicht unfehlbar. Und ich gestehe, ich nehme es auch irgendwie persönlich. Die Sache mit dieser Malerin. Wisst ihr, alle haben Vorurteile gegen Albinos. Und ich dachte mir, das sei unfair und die Frau würde zu Unrecht so behandelt werden. Vorurteile sind eine schlimme Sache. Umso bitterer ist es, wenn sie einmal mehr wahr sind. Naja, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber man sagt den Alanfanern nach, dass man ihnen nicht trauen kann. Auch das. Ähnliches sagt man über die Fasara. Ja, man kann uns auch nicht trauen, Sulamin. Kann man nicht. Es klopft an der Tür. Mein Lord. Ja. War der Capitana, oder? Sprich. Wir wissen, wohin er aufgebrochen ist. Wohin? Er hat kurz nach dem Überfall auf die Flottenakademie hat er sich in den Kriegshafen gestohlen und ein Schiff entführt. Ein ziemlich starkes Stück. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ein Schiff ist verschwunden und die Admiralität flucht. Sie haben sowieso so wenig Schiffe. Ich konnte zudem einige Fischer aufspüren, die gerade von draußen vor See wiederkommen. Sie waren die Nacht draußen und haben gesehen, wie er wohl in Richtung Beilung oder an Beilung vorbei wollte. Also an den dem nördlichen Sumpf entlang. Also. Er wollte nicht nach Süden, nicht nach Zorgern oder nach Janka oder so etwas. Er wollte irgendetwas in Richtung Norden. Ich glaube nicht, dass er nach Beilung wollte. Wohl kaum. Ja, ihr könnt abtreten. Danke. Seid mein Lord. Der Hurensohn macht sich also auf in den Norden. Eine gute Wahl. Im Süden werden wir ihn finden. Das heißt aber auch, dass er mit seinem Schiff sich nicht Paligans Flotte anschließt, denn dieses Bereich war bereits südlich von hier. Ja. Ich bin ehrlich, ich vermute, er versucht, sich den Maraskanern anzuschließen. Das ist das, was ich tun würde. Wir sind ein Haufen blutrünstiger Idioten, aber vermutlich seine beste Möglichkeit, nicht schnell zu sterben.
Er hat nie ein gutes Haar an ihnen gelassen. Naja, aber er hat nicht mehr viele Freunde. So wie wir. Wir haben Freunde. Seltsame Freunde. Manche, von denen ich mir nicht sicher bin, ob ich sie als Freunde bezeichnen möchte. Ihr dürft einmal auf Kriegskunst würfeln. Plus 12, aber Seefahrt würde ich mit reinzählen lassen. Zählt auch Seegefechte. Ja, Seegefechte würde ich zählen lassen, ja. Okay, ich schaff... Ey, komm, Chip, wofür hab ich den denn? Ja, dann schaff ich's. Wenn er nach Norden möchte, du guckst kurz imaginär auf die Karte, die du hast. Perikum seid ihr, Treuzacken vorbei, Beilung ist Quatsch, also nach Beilung will er nicht. Tisal macht keinen Sinn, Südwall warte jetzt, aber die Piraten haben auch keinen guten Eindruck hinterlassen. Rulert ist zu spät, also da müsste er tatsächlich dann wohl in Richtung von Janka abgebogen sein, wenn er sich denen anschließen möchte. Und auch wenn er nach Maraskan möchte, müsste er an Janka vorbei. Aber es gibt jemanden, den er absolut, also er bringt ihm großen Respekt bei. Und es ist jemand, der ihn nicht verurteilt, weil er ein Paktierer ist. Ich hab Oti keine Ahnung, wen du meinst. Hafax. Hafax, Junge! Ah. Mendena. Naja. Oder er ist nach Mendena gegangen. Was meint ihr, wie sie ihn empfangen werden? Mit einem neuen Schiff? Er hat sich in letzter Zeit stark dafür ausgesprochen, dass wir Hafax an Bord holen. Vielleicht bestehen da schon Kontakte. Ja, ich... Ja, das ist jetzt... Ich muss überlegen, wie ich das sage, aber euer... Ich bedauere es, dass wir in diesem Fall Informationen nicht geteilt haben. Ich verstehe. Falls es dich tröstet, ich habe diese Informationen auch mit niemand anderem geteilt. Traurigerweise tröstet mich das tatsächlich. Ihr wisst, dass ich Serpentier nicht mehr trauen kann. Nun, er würde euch sagen, er sei auch nicht vertrauenswürdig. Gesprochen wie ein echter Lanfaner. Ich hoffe, dass wir uns vertrauen können, Sulamin. Ich würde sehr bereuen. Sollte ich das bereuen? Ich weiß nicht, ob du mir noch trauen kannst. Aber ich vertraue dir. Ja. Ich glaube nicht, dass ihr mich belügen würdet, aber ihr würdet schweigen. Aber auch ich würde schweigen. Was möchtest du wissen in Zukunft? Ja, wollen ist so ein hässliches Wort. Weil auch das wollte ich nicht wissen. Ja, oft weiß man es erst hinterher, dass man es eigentlich nicht wissen wollte. Naja, ich glaube, ich will gar nicht wissen, was Serpentilio da in seiner Kammer treibt. Denn das wird bestimmt nicht das Letzte gewesen sein, was er tut. Wofür ich ihm den Hals umdrehen möchte. Ich sehe es als meine Bürde an, dass wenigstens ich es weiß. Naja, ich sage es euch, wie es ist. Am Ende werden wir bei Reton stehen. Und es wird sich nicht gut für euch auswirken, wenn ihr euch wiegt. Aber lasst euch gesagt sein,
dass auch mein Gewicht kein leichtes sein wird. Also, ich würde euch gerne Vorwürfe machen, aber ich bin nicht besser. Auch wenn ich es gerne sein würde. Von daher fange ich an. Ich vertraue Abel mir. Sogar über euch. Warum? Weil, auch wenn er ein orasischer Bastard ist, mir immer alles sagen würde, ob es gut für uns wäre, schlecht für uns wäre. Aber mir sagt mir alles, ob ich es hören will oder nicht. Und er hat für mich geblutet. Da war ich noch sehr viel kleiner. Und Rafim reißt seinen Arm nach oben. Ich war gerade mal nicht ganz 2 Schritt. Sehr klein, in der Tat. Ja. Ich weiß, dass Abel mir mich belogen hat. Mehrfach. Aber nun, wir teilen auch nicht diese Verbindung, die ihr beide miteinander teilt. Ich bin mir sicher, ich kann verstehen, was ihr getan habt, ohne es gut zu heißen. Aber auch ohne es zu verurteilen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht mehr lang genug auf Dero, um jetzt noch irgendwelche Streitigkeiten anzufangen. Also, helft mir hoch. Ich bin alt und schwach geworden. Unsinn. Es wird sich wieder geben in ein paar Tagen. Kor will schließlich, dass du in einer großen Schlacht dein Ende findest und nicht in deinem Bett. Na, das können wir nur hoffen. Er ist ein mitleidloser Bastard. So grausam könnte nicht einmal er sein. Naja, ihr werdet überrascht. Also, ich vertraue euch, weil die andere Option mir nicht gefällt. Ich bin ein naiver Hurensohn. Ja. So, nun lasst uns gehen, bevor ich noch sentimental werde auf meine alten, gebrechlichen Tage. Sie legt dir den Arm um die Hüfte, versucht dich nach Möglichkeit zu stützen, aber du bist natürlich viel zu riesig dafür eigentlich. So, und habt ihr ein neues Ziel. Die Leiche von Hyvilla Marex finden. Ob sie überhaupt tot ist. Wollt ihr direkt losgehen oder habt ihr noch vorher etwas anderes zu tun? Also ich bin ganz ehrlich, Rafim kommt nicht mehr, weil Rafim kann gar nicht richtig laufen. Und ich weiß halt nicht, was der Ventilo da reißen soll. Also ich setze mich gerne bei der Planung mit dazu, aber Rafim kann auf keinen Fall mitkommen, weil ich kann ja nicht mal laufen. Okay, die einzige Idee, die mir einfällt... Ja, Plan wäre sowieso eine gute Idee. Also die einzige Idee, die mir einfällt, ist Abel mir transversal... Oder Umbra Porter hat sich da rein, aber transversal, das würde er nicht auf die Reihe kriegen, weil er da noch nie war. Ja. Und guckt doch, sich das nach einem... Ich war vor dem Tempel, war schon mal. Vor dem Brunnen-Tempel war der Brunnen doch gewesen. Ja, vor dem, aber nicht eben. Ja, ich habe mich ja vor dem Brunnen teleportieren und dann hineingehen. Ja, aber kannst du auch einfach dahin laufen. Es geht nicht, richtig, es geht nicht darum, dass du durch die Stadt kommst, ohne abgestochen zu werden. Dafür haben wir Mittel im Wege. Es geht darum, dass du in die Leichenhalle kommst. Genau, also hier ist die Boron-Akademie oder der Boron-Tempel, wo ich schon wart, mit dem Friedhof. Hier ist noch ein zweiter Boron-Tempel. Höchstwahrscheinlich wird sie hier aufgebahrt sein. Sollte es denn was zum Aufgebahren geben? Also Ola Marix, der ist in 2 Teile oder in mehrere Teile gerissen, der wird da nicht aufgebahrt. Hyvilla, wenn sie tot ist, liegt da wahrscheinlich irgendwo im Keller, aber dann hier und nicht da oder da, weil das hier ist das Spital. Okay. Aber ihr könnt jetzt erstmal wieder zusammen nach oben gehen, in die Kapitänskajüte. Planung könnt ihr auf alle Fälle noch abschließen. Also, wer geht und was tut ihr dort? Aber ihr trefft euch wieder erstmal in eurer Kapitänskajüte.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Fenster noch offen sind und Zulamin verbrennt erstmal die Indra-Karten. Und ja, wenn wir dann alle wieder beisammen sind. Die geben keinen lilanen Rauch ab. Mhm. Das heißt ja nichts. Das heißt nichts, nein. Ja, was ist jetzt unser Vorhaben? Wir wollen wissen, ob Hyvilla wirklich tot ist. Und wenn ja, wie sie gestorben ist. Wie bewerkstelligen wir das am besten? Nun, wir müssen uns Zugang zur Leuchtturm verschaffen. Und der ist natürlich eingeschlossen im Boron-Tempel. Ich könnte versuchen, mit den Boroniten zu reden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Familie Marix dies zu verhindern sucht. Vor allem, wenn Hyvilla nicht wirklich tot ist. Von daher wäre ein subtileres Vorgehen eventuell angebracht. Nun, selbst wenn, haben sie natürlich kein Interesse daran, irgendwelche Herbeigelaufenen an die Leichen zu lassen. Selbst wenn sie ein Interesse daran hätten, würden sie trotzdem niemanden an die Leichen lassen. Dann müssen wir uns in den Tempel hineinstehen, in die Leichenhalle schleichen und die Leiche suchen. Nun, habt ihr denn eine Idee, wie man dort hineinkommen könnte? Denn ich persönlich war noch nie dort. Entsprechend erscheint mir ein kurzer Limbus-Sprung wenig heraus vielversprechend, sagen wir es so. Sind wir an diesem Tempel vorbeigekommen auf dem Weg zum Boron? Vorbeigekommen, ja, klar. Dann könnte man doch in die Nähe transversalisieren. Nun, die Nähe ist nicht, wo wir hinwollen, Abelmir. In die Nähe kommen wir auch zu Fuß. Nun ja, aber sie dort nicht am ungesehen. Werden wir aber am wenigsten erwartet, oder ich zumindest am wenigsten erwartet. Dies mag sein, nichtsdestotrotz müsst ihr immer noch an den Tempelwachen vorbei, was das viel größere Hindernis hier ist. Ich glaube, aufgrund seiner Anatomiekenntnisse ist es wohl unumgänglich, dass Abel mir geht. Oh, natürlich, ich kann mir auf keinen Fall den Leichnam ansehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Frevler in Göttern darstellt, wenn ich eine schwarze Kutte überziehe, sodass ich wie ein Bohrengeweiht erscheine. Ich vermute schon, oder? Steht denn irgendetwas im großen schwarzen Buch der Moronkirche darüber, dass ihr keine schwarze Kutte tragen dürft? Nun, da waren sie nicht mit bohrengefährdeten Symbolen verziert, sodass man aussieht wie ein Bohrengeweihter? Wahrscheinlich nicht, nein. Nun, dann schlage ich vor, dass ihr euch darüber nicht so sehr grämt. Nun, sie werden aber ein Nicht-Boroni nicht so ohne weiteres in den Tempel hineinlassen. Ich denke, Boron wird eure Motive anerkennen, aber was die Boron-Kirche angeht, ja. Naja, ihr werdet euch keine Freunde machen, aber ich glaube, wir haben größere Probleme. Ein Problem sehe ich auch, was, wenn ihr keine Leiche findet? Es könnte heißen, nun ja, dass ihr die Leiche nicht gefunden habt. Oder es könnte sein, dass es keine Leiche gibt, was eine viel weltbewegendere Erkenntnis wäre. Wenn sie noch lebt, kann ich sie aufspüren. Vielleicht solltet ihr das als erstes tun, bevor wir spekulativ in den Tempel einbrechen. Es erschien mir opportun, euch die mögliche, die Anwendung der dämonologischen Komponente dieser Suche zu ersparen, bis sie notwendig ist. Ach, plötzlich sind euch Zweifel ankommen an eurer Profession? Meine Profession, Abelmir, ist zur Perfektion getrieben und ausgeführt. Davon spreche ich nicht. Allerdings will ich euren nörgelnden Hintern nicht dauernd meinen Rücken haben. Ich glaube, ihr habt das missverstanden, Abelmir. Ich denke, es war eine Art Friedensangebot, dass er nun ja offen zu euch war. Die Frage ist, was hier das geringere Übel ist. In einen Boron-Tempel einzubrechen oder einen Dämon auf die Suche zu schicken. Wie ich bereits gesagt habe, lohnt sich Letzteres vermutlich erst, auch im Hinbetracht auf unsere schwindenden Astralkräfte, wenn wir begründet den Verdacht haben, dass die Frau noch am Leben sein könnte. Denn von so vielen Stellen, wie uns versichert wurde, dass die Frau tot und unter der Erde, nicht unter der Erde, aber im Tempel ist, bin ich geneigt zu denken, dass dies der Wahrheit entsprechen könnte. Oder aber, dass jemand einen Ablenkungsleichnam präpariert hat. Und auch darüber sollten wir dann wohl besser Kenntnis haben, denn dies könnte eine weitere
Angriffsrichtung der Untersuchung darstellen. Dann würde es gelten, eine Illusion aufzuspüren. Auch dafür ist, denke ich, Abel mir eine gute Wahl. Vermutlich.